Und die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Primetime kurz nach 8, Tagesschauzeit, spannendes Thema Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen. Ich habe noch mal in den Koalitionsvertrag hineingeschaut und gelesen, was dort steht. Ich zitiere: Wir stärken die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Investitionen in Ausbau der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und allen Bereichen des Alltages. Das findet man. Offensichtlich haben Sie aber Barrierefreiheit noch nicht begriffen. Barrierefreiheit ist eben kein reines Thema der Behindertenpolitik. Und Barrierefreiheit hilft allen. Bisher, liebe Große Koalition, haben Sie diesbezüglich leider nichts geliefert. Da wollen wir gern behilflich sein. Mein Tipp in dieser Debatte: Gehen Sie doch mal mit offenen Augen durch Ihre Wahlkreise oder lesen Sie Zeitungen. Immer noch bestehen Barrieren. Das wurde in den letzten Tagen immer wieder öffentlich, wenn ich alleine die Vorgänge der Deutschen Bahn mir anschaue. Personen mit Beeinträchtigungen konnten nicht mitgenommen werden, weil Behinderten-WCs nicht nutzbar waren. Oder der ehemalige Kollege Ströbele, den mit Rollator jetzt ausgestattet, die Mitfahrt in der Deutschen Bahn verweigert wurde. Das sind Barrieren. Und in meiner Heimatstadt Leipzig habe ich jetzt die Feiertage genutzt und mal geschaut, wie sieht es da mit Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr, nämlich bei Haltestellen, aus. Und habe feststellen müssen, dass über die Hälfte genau dieser nach einer Umrüstung der Wartehäuschen nicht mehr barrierefrei sind. Auch das ist nicht wahr. Wie kann das alles sein? Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung ist seit über 10 Jahren in Kraft. Das war auch Anlass, warum wir uns für 10 Anträge entschieden haben. Denn Barrierefreiheit nutzt allen Menschen und Investitionen sind daher eine Investition in die Zukunft einer vielfältigen und solidarischen Gesellschaft. Es ist ein Unding, dass Barrierefreiheit noch immer keine Selbstverständlichkeit ist. Deswegen heute unsere 10 Anträge. Die Linke fordert nämlich in genau diesen eine umfassende, menschenrechtskonforme Barrierefreiheit. Das umfasst die komplexe Wohnen, Gesundheit, Pflege, Mobilität, Kultur, Sport, Medien und politische Teilhabe. Zentrale Forderungen aus den Anträgen an die Bundesregierung sind unter anderem: Die Linke fordert, das Recht auf eine bezahlbare, menschenwürdige, diskriminierungsfreie, zugängliche Wohnung muss im Grundgesetz verankert werden. Das Ansteigen der Mieten muss verhindert und barrierefreier sowie inklusiver Wohnraum muss geschaffen werden. Eine Auflösung der unklaren Regelungen bei den Wahlassistenzen muss her. Das Recht auf barrierefreie Kommunikation, beispielsweise durch Gebärdensprachdolmetschung oder in leichter Sprache, muss rechtsverbindlich werden. Barrierefreiheit medizinischer Beratung, Behandlung sowie Versorgung einschließlich barrierefreier Informationsmaterialien. Und wir brauchen mehr barrierefreie Schutzräume wie Frauenhäuser für Mädchen und Frauen mit Behinderung. Private Anbieter von öffentlich zugänglichen Gütern und Dienstleistungen müssen zur Herstellung von Barrierefreiheit gesetzlich verpflichtet werden. Außerdem muss der ÖPNV vollumfänglich barrierefrei gestaltet werden. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das alles kostet Geld. Aber die Linke sagt klar, das Menschenrecht auf Barrierefreiheit kann nicht wegen Geldmangel beschränkt werden. Nur durch gesellschaftliche Umverteilung kann Barrierefreiheit finanziert werden. Am Ende hat auch jeder in der Gesellschaft etwas davon. Und ich möchte den ehemaligen Bundespräsidenten Gauck zitieren. Ist denn wirklich in der ganzen Gesellschaft schon angekommen, dass wir in jeder Hinsicht und nicht nur räumlich barrierefrei werden müssen? Zuerst im Kopf, aber dann sozusagen in allen Lebenslagen. Ist wirklich schon bei allen Menschen angekommen, dass alle Menschen nicht so sehr behindert sind, als dass sie behindert werden? Beweisen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es auch bei Ihnen angekommen ist. Und stimmen Sie für unsere Anträge. Lassen Sie uns die Barrieren im Alltag für alle Menschen effektiv aufheben. Vielen Dank. Der Kollege Wilfried Ellers hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.